Willkommen zurück zu SteamWorld Dick. Letztes Mal haben wir alle Barrieren gelöst und eigentlich auch die Upgrades geholt, die wir uns holen wollten. Ich würde jetzt echt gerne nochmal eben Wasser holen. Ist mir jetzt echt egal. Aber ich würde gerne Wasser vorne mal holen. Ich will mit vollen Wassertanks da rein, nicht mit leeren Wassertanks. Oder fast leeren Wassertanks. Das ist mir nicht wert. War hier Wasser drin vielleicht? Nee. Das Problem ist, dass Wasser erst sehr spät wichtig wurde. Für Spielfunktionen. Deswegen gibt es so viel. Ob hier noch kein Wasser am Anfang. Erst noch viel tiefer. Hier ist Wasser. Sehr gut. Einmal voll schlürfen hier. Gut. Und dann machen wir uns auf. Zur großen Tür, zu der wir mehr oder weniger hingeführt wurden. Brotkuben-mäßig. Alle unsere Fähigkeiten haben einsetzen müssen, die wir über die Zeit gesammelt haben. Okay. Na dann wünscht mir Glück. Okay, jetzt fühlt sich jetzt auch nicht mehr wie die finale Tür an, weil irgendwie ist hier noch ein Dungeon anscheinend, okay. Ich kann die zwar auskloppen, aber da muss ich echt schnell sein, oder? Ja, Mist, nämlich erwischt. Jetzt war ich zu langsam, oder? Nee, geht. Gerade so. Ah, hier geht's hier lang. Hier hätte ich eine komplette Erfüllung bekommen jetzt. Ja, komm. Schlau wäre es, sie liegen zu lassen, aber was soll's. Wisst ihr, manche von denen gehen einfach nicht. Es ist halt einfach Zufall. Weil, Zufall nicht, aber. Wow. Alter, war das ein widerliches Geräusch. Ich muss gerade an diese eine, ich weiß nicht, wer von euch Mass Effect gespielt hat. Da gab es eine Mass Effect Mission, ich glaube im zweiten Teil, wo es darum ging, dass jemand seinen, teils begabten, teils, ja, behindert will ich gar nicht sagen, er war eher so Asperger-mäßig, also den irgendwie, so, der irgendwie Fähigkeiten hatte, dass er ihn irgendwie als KI hochgeladen hat und der hat dann auch schon so komisch gesprochen zwischendurch, das war mega spooky. Egal, okay. Willkommen in Vectron. Rusty. Joe? Ein Teil von Joe befindet sich in unserem neuen Körper. Er ist freiwillig mit uns verschmolzen. Und das wirst du auch bald tun. Wir brauchen ein treues Herz. Wir haben dich vorbereitet, dich von deinem schwachen Dampfroboterpanzer befreit. Du bist schon mehr ein Teil von uns, als du noch selbst bist. Wir werden unbesiegbar sein. Der Voltroboter wird sich erheben und herrschen. Ihr habt mich tatsächlich vorbereitet. Ich bin bereit, euch aufzuhalten. Also, ihr habt mich tatsächlich vorbereitet. Ich bin bereit, euch aufzuhalten. Das ist das Herz, das wir brauchen. Wenn du es nicht freiwillig hergibst. Oh Gott, Boss-Battle, oder? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hier fallen Bomben runter. Da schlüpfen Larven raus. Ich könnte das Ding gerade jetzt. Er schießt mit Lasern. Okay. Er schadet sich nicht selber momentan. Sehr auffällig. Wenn ich runtergehe, was ist da? Was kann ich da unten noch nicht verstecken oder so? Oder was ist da? Oh, nee, eine Falle. Eine Wunde, eine Falle. Okay. Ich denke mal, ich muss all seine Kühler hier zerstören, seine Generatoren. Da wollte ich eigentlich meine Stimme schonen, bei meiner momentanen Erkältung, und dann habe ich diese Stimme benutzt. War nicht so angenehm, aber egal.
Halt die Klappe da. So. Und jetzt? Aua, das war nicht so gut. Au. Das war's noch nicht, oder? Never. Der hat noch Notstromaggregate oder sowas. Kann ich ihn jetzt angreifen? Oh fuck. Nee. Oder von oben. Oh ja. Ich lasse meine Faust. Oh shit. Okay, Scarefree nochmal. Also bisher gestaltet sich alles relativ einfach. Aber ich will mich zu früh freuen. Vor allem, weil jeder Generator mich ja wieder voll heilt, ne? Das ist mehr, als ich erwarten würde. Ah, daneben, scheiße. Ah, Mist. Ja, das fühlt sich wirklich wie so ein finales Boss-Battle an. Das Spiel soll nicht als lange sein, habe ich gehört. Deswegen, sonst könnte man noch sagen, das ist der erste Boss, aber ich gehe davon aus, das ist der einzige Boss. Das hätte jedes Areal eingehabt. Aua, jetzt hat er die Deathwelle ausgepackt. Okay, nicht mehr die Raupen, sondern die Deathwelle. Alles klar. So, wo haben wir noch so einen Teil? Ah, er ist schon wieder offen. Ich kann ihn jetzt an. Ach so. Er schaltet. Ah nein! Er ist wieder dicht. Nee, jetzt ist er auch nicht mehr. Hä? Nee, jetzt ist immer noch ein Blitz. Ne? Wenn er Blitz kann ich ihn nicht angreifen. Wo ist der letzte Generator? Ach da, schau mal. Jetzt sehe ich den. Ah, zu spät gesehen. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nicht sterben jetzt! Nah dabei gewesen jetzt gerade. Ich hoffe, das ist nicht auf Zeit, dass ich so lange angreifen kann, wie ich will. Aber ich glaube, ich auch rumnuben bin hier. Ja. Na, wie gefällt dir das, ne? Die Faust Gottes. Oh Gott, das viele. Dann legen wir gleich los. Ja, ein neuer Laser. Wow! Ja, so viel zum. Es ist einfach, ne? Das war's. Das war's mit einfach. Jetzt ist alles schwer geworden. Seitdem du das benutzt, wird alles schwierig. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich hoffe gerade sogar, du wirst, dass es die letzte Phase ist. Das ist schon ziemlich schwierig jetzt. Ja, das nochmal mit dem Rundum-Laser macht, heißt es. Weil der Rundum-Laser ist ziemlich heftig. Ja, ich wollte schon wieder durchlaufen, Mist. Oh ne, das wieder. Was soll ich jetzt machen? Oh, mitlaufen? Ich kann nicht mitlaufen, das ist voll weit. Oder kann ich die Generatoren, die noch leben, als Deckung benutzen? Mal gucken gleich. Solange ich immer Heilung bekomme, ist es okay. Da sieht man, wie schlecht ich... Man kann jetzt ungefähr abschätzen, wie schlecht ich in solchen Spielen bin. Weil ganz ehrlich, wenn das ein schweres Spiel wäre, und das nicht jetzt geheilt werden würde, hätte ich keine Chance hier. Hier würde ich ewig dran sitzen. Warte, hier stehen? Na, ja, Mist, war nicht optimal. Fuck. Aua. Da ist noch ein Generator. Gott sei Dank der über ihm. Das macht es mir leichter. Stehen bleiben. Ja. Na, hallo? Warum hat er mich jetzt getroffen? Hallo, frech, oder? Hey, wo ist noch ein Generator? Hä? Wo ist noch einer? Gib mir ein bisschen Lebensenergie, Leute. Ist mir lieber. Wo ist der Generator? Ist unten einer aufgetaucht? Ne, hier ist keiner. Hä?
Ich sterbe jetzt, weil ich nicht weiß, wo der Generator ist. Werde wieder links auf der Map angezeigt, ich Blindfisch. Das ist jetzt, glaube ich, zu spät dafür, weil ich brauche echt Lebensenergie. Ja, das war's, glaube ich, für mich. Ich habe mich jetzt zu oft treffen lassen. Unnötigerweise. Ach komm. Aber ganz ehrlich, an der Stelle, wo ich einmal getroffen war, das war definitiv nicht okay vom Spiel. Weil ich war genau in dem toten Winkel. Und war eigentlich geschützt durch den Generator, wenn du mich fragst. Oh, das muss ich den ganzen Kampf nochmal machen. Egal. Gut, war klar, dass ich den öfters einmal machen muss. Ich muss auf die Map achten, ob die mit Anzeige für die Generatoren sind. Weil ich die letzte gerade einfach nicht gefunden. Also schwer ist es jetzt nicht. Aber ich bin, wie gesagt, sowas echt schlecht. Das geht mir jetzt einfach mal, so gut es geht. Okay. Ach komm. Ja, ich habe auf der Map gesehen, wo das Ding ist. Man sieht auf der Map die Fusionsreaktoren. Ich bin gar nicht auf der Acht bisher, aber man sieht die Generatoren. Da muss ich nächstes Mal mehr drauf achten, wenn das nicht nochmal passiert. Wahrscheinlich scheiße, ja, wo man ihn schlägt. Es gibt wahrscheinlich nur, um ihn überhaupt zu schlagen. Aber ich will meine Faust benutzen. Ne? Meine wundervolle Faust. Was sage ich mir hier sehr, sehr häufig, damit man die Faust nutzen kann, das ist gut. Muss ich hier meine Sprunghöhe genau abpassen, um nicht getroffen zu werden. Wo ist der letzte jetzt wieder? Ne, rechts unten auf euch, ja. Ah, Mist, unnötig. Ach, Schiss, ja, stimmt ja. Ja, ne, ne, Faust. Ach, schon, das geht ja ganz durch, ja, ganz vergessen. Der gäbe mehr Lebensenergie für die letzte Phase, aber was soll's. Ich hoffe, es ist die letzte Phase, ne? Wenn der eine kommt, wo er die ganze Zeit im Kreis rennt mit dem Laser, dann schaffe ich das, glaube ich, nicht. Vor allem, wenn ich auf dem Laser draufstehe, trotzdem getroffen werde, frecherweise. Ach, was soll das denn? Dass ich das machen soll, das wäre wirklich ein mega mieses Timing, oder? Ja, doch, das wieder. Okay, ich stehe jetzt hier stehen. Ja, okay, ja, ich verstehe es. In diesem Fall verstehe ich, dass ich getroffen worden bin. Ist trotzdem ärgerlich. Aber egal. Ach, ich dachte, ist irgendwas anderes im Locken uns. Laser die ganze Zeit in die Richtung, dann mach ich gar nichts mehr.
Das geht auch so, mir ist es egal. Stück für Stück. Das kommt mir so random vor, wenn er den rundum Laser macht. Manchmal macht er den Ewigkeiten gar nicht, manchmal macht er den zwei miteinander. Jetzt macht er ihn wieder. Ah, ich hab abgebrochen, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ah, oh, es kommt ja trotzdem nochmal. Hier bin ich sicher, ganz kurz gewesen, für einen Moment, okay. Aber jetzt komm ich da nicht mehr lang. Ja, so jetzt. Zack. Okay, das ist der letzte Generator, hoffe ich zumindest. Mach das ja die ganze Zeit jetzt. Oh shit, nicht ganz runterfallen, nicht ganz runterfallen. Nein, 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 nein. Stirb! Stirb! Ach, ja, keine weitere Phase. Gott sei Dank. Geschafft. Darauf erstmal was trinken. So, das war's. Sieh nur, mein Meisterstück. Was? Ich dachte, das sollte eine Statue von Rusty sein. Immerhin hat er diese Stadt vor den Dämonen gerettet. Nicht dieser... Was ist das überhaupt? Ein Affe aus Metall? Altmetall? Ist das nicht offensichtlich? Es ist die Abstraktion eines zerstörbaren Dampfroboters, der Göttlichkeit annimmt. Sieht irgendwie meinem armen Vater ähnlich, nachdem er von einem Güterzug bereut wurde. Friede seiner Seele. Meine Schwäche für die feineren Dinge des Lebens war hier verschwendet. Ohne Rusty hat dieser Ort überhaupt keine Klasse mehr. Wozu brauchen wir dieses Denkmal eigentlich? Wir haben da unten immer noch nicht gründlich gesucht. Er ist schon seit einem Monat vermisst, Schätzchen. Die Katastrophe da unten hat alles unter der Old World zerstört. Es ist nur noch Schutt übrig. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren, Mädchen. Es schickt sich nicht für eine junge Dame, sich in diesen Tunneln herumzutreiben. Diese Zerstörung ist nichts Lebendiges entkommen. Also los, Leute. Dieses Mädchen kann nicht die einzige Person mit Mumm sein. Mir fehlt er auch. Er war wirklich ein guter Freund. Ich weiß noch, wie er zum ersten Mal in mein Leben kam. Es war an einem Dienstag. Reiß dich zusammen, Mann. Er ist ja nicht einfach verdampft, oder? Er ist immer noch irgendwo da unten. Ich weiß es einfach. Ja, lass mich raten. Es gibt einen zweiten Teil und sie ist der Main Character. Es muss einfach so sein. Ich suche weiter. Ich werde ihn finden, was immer auch daraus geht. Okay. Ich hab's geschafft. Ach. Ich habe sogar Zeit dafür, okay. Also ich denke mal, das sind jetzt Silber, Bronze, Silber, Silber. Weil viel Geld habe ich nicht gemacht. Aber ich habe genug Kugeln eingesammelt. Meine Tode waren noch im Okay-Bereich. Boah, da hätte ich auch mehr verdienen können. Das regt mich auf. Der Dungeon hat für mich alles versaut. Nur weil ich nicht wusste, wie es geht. Die Zeit war auch noch okay. Mir ist die Wertung sowieso egal. Ich habe das Spiel durchgespielt, das reicht mir. Interessant ist jetzt dieses Endbild. Weil er ist da. Rusty ist noch da. Er ist draußen. Er ist nicht da unten. Und die Darstellung, dass er jetzt im Schatten läuft und diese leuchtenden Augen hat, lässt ihn etwas böse wirken. Dazu kommt die Tatsache, dass ich gerade die Trophäe assimiliert bekommen habe. Ja? Und eigentlich haben wir ja nicht assimiliert werden wollen, aber vielleicht sind wir assimiliert worden. Vielleicht ist das Programm auf uns übergesprungen oder keine Ahnung. Okay, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Es ist normalerweise so gar nicht mein Genre. So Geschicklichkeit, Hüpfereien und so weiter, Gadgets richtig einzusetzen. Aber es ist für mich trotzdem eine interessante Erfahrung gewesen, definitiv. Ich mache auch gerne mal was Neues. Ja, ich begebe mich auch mal aus meiner Komfortzone heraus.
wie man so schön sagt. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es kann gut sein, dass der zweite Teil auch noch kommt. Aber erstmal bin ich zufrieden, dass ich den ersten geschafft habe. Das war schon was wert. Ich weiß, dieses Universum hat auch noch andere Genres. Genre, die mir eher zusagen, was ich sehr interessant finde. Aber um diese Genres zu spielen, ist es mir sehr wichtig, die Spiele davor gespielt zu haben. Ich brauche einfach diese Verbindung. Wenn die Welt hier aufgebaut wird in den ersten beiden Spielen, dann will ich sie aufgebaut erlebt haben und nicht irgendwie mitten reinsteigen. Schwer war das Spiel auch nicht besonders. Man könnte fast behaupten, dieses Spiel, und das würde ich fast schon sagen, ist einer der Titel, die ich in die Liste setzen würde für Spiele, die sich eignen für Anfänger und Leute, die vielleicht so gut wie noch nie im Leben gezockt haben. Es ist ein Spiel, wo man wirklich gut ins Gaming reinkommen kann. Gerade so was so Adventure, Erkundungssachen angeht, ist das ein sehr angenehmer Titel, denke ich. Ich glaube sowieso, dass viele 2D-Titel da ein bisschen besser behaftet sind, Anfängern oder Neulingen was beizubringen oder einzuführen in solche Spiele. Ich glaube, 3D-Welten sind oftmals überforderter. Naja. Schauen wir uns zu Ende an, wie er durch die Ebene stapft. Das ist ein cooler Übergang ins Menü, ja. Ach, interessant. Alles klar. Gut, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Danke fürs Zusehen. Meine anderen Projekte laufen ja nebenbei, falls ihr da was vergucken wollt. Das zweite Teil könnte irgendwann auch kommen. Werde ich auf keinen Fall ausschließen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder von uns hören. Tschüss.